Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider, meine lieben Freunde. Weiter geht's. So. Über Sturmgewehr hier ausrüsten. Wer weiß, vielleicht kommen ja hier gleich noch ein paar Heinis. Ein paar Wachen und so. Aufstimmen! Dann mal los! Jawohl. Hier ist es windig. Das ist schon mal klar. Rutschpartie. Komm schon, ihr Schweine! Achtung, rechte Seite! Schieß rein! Halt die Tür! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir fliegen doch hier gleich weg, oder? Oh, Beeilung, Beeilung. Ach du Scheiße! Puh. Ich dachte schon, ich sterbe. Ach du Kacke. Ja klar. Ja klar, wie viel denn? Alter, wie viel sind denn da bitte? Hä? Was? Wir rüsten erstmal hier die Pistole aus, oder? Na komm, erstmal Pistole. Wenn ich ja. Wow! Zum Finisher gibt es ja auch bei der Pistole. Da wäre ich fast runtergestürzt. Wäre nicht gut gewesen. Noch ein paar? Wie schaut's aus? Eigentlich noch irgendwie oben welche? Nicht so wirklich, ne? Was das schon? Mensch. Die Dinger machen einen Bumm, ne? Was sind das für ein Dings? Kein Plan. Scheiß was drauf. Wir müssen wahrscheinlich jetzt da ran und dann. Hä? Okay. Oh, danke. Wir sind im Übergang. Schon die ganze Zeit neben mir ist gleich einer. So. Kein Problem. Ich hebe auch bei den Heinis auch Munition auf. Das ist schön. Finisher! Ja, mit der Pistole sieht es nicht so geil aus. Ich weiß, aber naja. Egal. Rennt mal. Aber ich glaube, das nimmt keinen Schaden bei euch, ne? Schade eigentlich. Naja. Wie schaut eigentlich der Finisher bei der Shotgun aus? Würde ich gerne mal mehr reinziehen. Ja, ich weiß, hier geht es gerade echt zur Sache und ich kümmere mich um Finisher. Geiler Scheiß, ne? Ja. Auf jeden Fall. Scheiße, war keine Deckung mehr. Der liegt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Ah, Munition brauchen wir aber nicht. So. Plündern wir mal. Moment. Das machen wir auch kaputt. Wo müssen wir? Vielleicht so? Nein. Ich glaube, wir müssen da eh nicht nach oben. Wir müssen da weiter einfach.
Nein, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut. Boah, dann treffen sie nicht mal. Ja, jetzt ist eh schon spät, Kollege. So, Finisher. Mit einem Stein? Ich habe einen Shotgun gerade. Was soll denn der Scheiß? Ist ja nicht cool. Ja, langweilig. Ach, wisst ihr was hier? Bam. So, Schluss mit lustig. Ah, Munition. Kommt halt hier. Komm, komm, komm. Na? Wer will? Boah, ich hab's gewusst, dass der jetzt irgendwie von da kommt. Ja, 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 ja. Auch gleich nochmal Finisher. Jawohl. Und ich bin fast tot hier. Nicht gut. Boah, ich sollte nicht rumspielen. Ohne Spaß. Das kommt nicht so geil. Wenn ich denn auf einmal sterbe noch. Ich dachte auch, im Finisher können die mir gar nichts machen, aber wie man gerade gesehen hat, ja, ist das denen scheißegal, wenn ich gerade im Finisher bin oder so. Ach, toll. Ja, komm mal, bitte. Was? Was war denn das für ein Move? Der ist aus eigener Hand gestorben, auch geil. So muss das sein. Was für ein Noob. Und ich kann mich jetzt gerade nicht bewegen, ja. Was? Ah, jetzt geht's wieder. Was war denn da? Ich habe da gerade nichts gesehen. War da gerade Sam irgendwie ganz kurz irgendwie oder was? Hm? Kein Plan. Wie schaut's denn aus mit Muni? Ah, wir sind komplett voll. Das ist natürlich sehr schön. So. Komm. Jawohl. So. Noch ein paar Gegner. Die haben ja echt nichts drauf, ohne. Spaß, ne? Ich dachte, die wären stärker, aber irgendwie sind die schon recht leicht. Ach du Scheiße. Ich dachte schon, jetzt muss ich gegen den Heini kämpfen. Aber nö. Klappe zu, Affe tot, sagst du? Ah. Mensch, sieht das hier freundlich aus. Heieiei, das macht ja echt Riesenspaß. Fähigkeitspunkte. Was haben wir denn da noch so Schönes? Zeig mal her, Axtexperte. Ne, nicht gerade der geilste Scheiß. Schrotflinte, Bogenexperte hätten wir ja noch. Mehr Muni oder Bogenexperte? Mehr Muni, komm. So. Waffen upgraden, wie schaut das aus? Sturmgewehr ist komplett upgraded. Wir haben aber noch irgendwas beim Bogen, glaube ich. Oder kann das? Ja, aber dafür haben wir nicht genug Bergungsgut-Dingenskirchen. Aber wir können hier die Pistole upgraden. Das hier oder das hier. Nachladezeit wird verringert. Und extra langes Magazin. Ich glaube, Nachladen wird verringert. Besser. Ja. Ich liebe es eh, schnell nachzuladen. Kennt man ja schon aus Call of Duty. So, aufstemmen hier. Ja. Und komm schon, ja! Jawohl. Ach du Heilige. Alter, sieht das geil aus jetzt wieder hier. Boah. Boah. Mal lecker. Ja, da können wir kurbeln. Machen wir mal einfach. Mal gucken, was passiert. Nix. Ach, das kommt nach oben. Aber es kommt nicht weiter.
Wahrscheinlich so ein ganz kleines Mini-Rätsel. Wir klettern einfach mal hier nach oben. Mal gucken, was hier noch so los ist. Aha. Ja. Wow. Das ging gerade nochmal gut. Eieiei. Können wir was untersuchen und aufstimmen können wir auch noch. So, können wir aufstimmen. Ja, komm schon. Jawohl. So. Spring mal wieder dahin. Moment. Kann man denn da ranspringen? Nee. Auch gut. Ich weiß nicht, was das hier soll. Ist das jetzt wirklich so ein Rätsel oder... Ach du Kacke, was ist denn das hier? Können wir das untersuchen, ja? Na lecker. Diese chinesische Töpferware ist Jahrtausende alt. Könnten Sie die Insel vor dem Aufstieg von Yamatai besucht haben? So. Gibt's hier noch irgendwas Schönes zum Untersuchen? Ja, da oben. Da habe ich irgendwas übersehen. Alter, ich will da nicht rein. Bäh. Genau da reingesprungen. So, Moment. Ganz kurz nochmal da hin. Da ist scheinbar noch was zum Untersuchen. Und zwar da. Wir hatten niemals eine Chance. Sie haben auf uns gewartet. Hunderte von ihnen. Wir haben es nicht mal bis zur Heiligen Kammer geschafft. Wir hatten von Anfang an keine Chance. Und jetzt warte ich darauf, dass meine Ahnen mich zu sich nehmen. Ich kann sie hören. Die Oni töten meine Brüder, fressen sie, verschlingen ihre Seelen. So viel Tod. Ich bin der Letzte. Was ist mein Schicksal? Werde ich einer von ihnen? Ahnen, erhört mich bitte. Bringt mich von hier fort, bevor die Oni mich holen. Bitte bringt mich ins Jenseits. Lasst mich in Frieden sterben. So, hier ist aber sonst... Was ist denn das? Auch untersuchen. Cool. Ich kenne ähnliche Artefakte aus Banchang in Thailand. Wie kommt das hier bis nach Yamatai? Das weiß ich nicht. Hier ist sonst nichts. Nee. Jetzt können wir endlich weiter hier machen. Mit dem, ja, Rätsel. Was weiß ich. Was passiert, wenn wir das hier kurbeln? Was passiert denn hier? Das müssen wir jetzt eigentlich mal drücken, sie wiederholt eh, okay. Komm, 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 komm. Okay. Zeitmäßig oder wie schaut's aus? Scheinbar nicht, ne? Ist alles easy, oder? Komm schon! Ja, 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 ja! Ja. Ich weiß nicht warum, aber kann man das wieder zumachen? Geht das vielleicht? Ah ja, man kann die ganze Geschichte wieder zumachen. Was ist hier denn, wenn ich das hier mache jetzt so? Was bringt denn das? Okay, ich verstehe. Alter. Der Teil hätte mich fast erwischt. Ob das mich erledigen kann, das Dingens? Ah, kein Plan. So. Schön. Jetzt müssen wir nur noch da ranklettern. Ich muss irgendwie da raufkommen. Also ja. Genau. Genau das wollte ich. Können wir jetzt schon von hier aus da ran springen? Jawohl, geht perfekt. Und jetzt von da aus? Na, 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 das wird nichts. Was sollen wir denn da? Man sagt mir jetzt nicht, wir sollen da irgendwie, während es am Schwingen ist, irgendwie da raufspringen. Moment. Ich habe da so eine kleine verrückte Idee. Ach du Kacke, das wird wieder was. Das wird wieder was, das wird wieder was. Mal gucken. Kann man das denn auch schwingen oder wie schaut's aus? Ja, ist schon so richtig. Den Sprung schaffe ich.
Warum flugt sie denn jetzt auf einmal unter? Was soll denn der Scheiß? Stell dir mal vor, dass wir zurückgekommen und hätte mich total erwischt, ey. Alter, ob ich dann noch lebe, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht. So. Auf jeden Fall ist das schon mal richtig, was ich hier vorhabe. Ui, na komm, jawohl. Mann, oh Mann, Mann. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Gut. Wo geht's jetzt direkt weiter? Da lang oder da lang? Da lang. Da liegt nämlich was. Und hier geht's auch nicht weiter. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Tun durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. So hätten wir das auch geschafft. Und ich würde sagen, ab hier werde ich erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Tomb Raider wieder. Schakalaka, Motherfucker. Bye.